What a shame. Das ist die Kurzaussage, die man in Amerika hier durchaus auch verlautbaren könnte. Ich stehe hier vor der amerikanischen Botschaft. Welche Politik aus den Vereinigten Staaten zu Europa, zu Deutschland kommen wird, das ist offen. Donald Trump hat kein außenpolitisches Team. Er hat sich für den Brexit ausgesprochen. Er ist ein Befürworter für Folter und spricht den Klimawandel als nicht gegeben an. Vor dem Hintergrund brauchen wir eine europäische Klimaaußenpolitik. Wir brauchen unsere europäischen Werte, Menschenrechte auch in unserer Außenpolitik. Wie und ob Amerika hier an unserer Seite steht, müssen wir sehen. Die nächsten Wochen werden heikel und auch beunruhigend. Und soweit heute hier vom Brandenburger Tor aus Berlin.